Nach schwerfälligem Beginn der in Rot spielenden Stuttgarter gingen zum Erschrecken der 56.000 im Gottlieb-Daimler-Stadion die Gäste aus Cottbus in Führung. Radu hatte einen Munteanu-Schuss unhaltbar verlängert. 19 Minuten waren gespielt. Wir hatten, glaube ich, 7 Spiele davor alle gewonnen. Wir hatten so viel Selbstvertrauen und dann spielst du zu Hause und bist plötzlich Tabellenführer und musst die Führung verteidigen. Und da hat man schon gemerkt, dass Nervosität da war. Und da bei dem Rückstand wird es echt leise. Also da hat kaum mehr einer gesungen. Wir haben wenig gesprochen. Das ist halt normal so. Und da war so der Ausgleich dann schon wirklich eine Befreiung. Und auch das Gefühl, so jetzt geht es wieder wie in den letzten 7 Spielen. Wir drehen das Spiel, wir werden gewinnen. Dieses Vertrauen haben wir einfach gehabt. Da zeitgleich Schalke gegen Bielefeld führte, war Stuttgart für 8 Minuten die Meisterschaft entglitten, bis Thomas Hitzlsperger mit diesem herrlichen Volleyschuss den Ausgleich schaffte. Ein Traumtor zu einem Zeitpunkt, als Stuttgart begann, nervös zu werden. Gute Kameradschaft, muss man einfach so sagen. Hohe individuelle Qualität und das ist dann alles zusammengetroffen. Ja, wir haben nicht international gespielt, wir haben hohe Qualität im Training gehabt. Habe ich immer wieder auch gemerkt, dass da ging es hoch her. Da wurde sich auch auf die Socken hauen, da hat keiner dem anderen was geschenkt. Und gleichzeitig auch diese Freude, ins Training zu gehen, beieinander zu sein. Diese Kameradschaft habe ich vorher und nachher so nicht mehr erlebt. Und das waren für mich so die Erfolgsfaktoren. Und klar, wenn man mal so einen Lauf dann reinkommt, dann ist es noch einfacher. Man geht unbeschwerter da in jeden Tag ins Training hinein und hat einfach nur Spaß an seinem Beruf.